Hallo allerseits. Ich habe, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe zwei Messer geschenkt bekommen. Und mein freut man sich ja natürlich drüber, das ist klar. Ja, es waren zwei Messer, die mir ein bisschen bekannt vorkamen. Naja, ich habe auch nicht wirklich lange gebraucht, bis ich drauf kam, woran die mich erinnert haben. Ich sag's mal so. Und ja, ich zeige euch erstmal dieses Messer, das werden wohl einige kennen. Ja? Das ist das Bear Grylls Ultimate, aber nicht das Ultimate Pro, also noch das alte. Das hatte ich schon mal vorgestellt. Achtung, jetzt habe ich folgendes geschenkt bekommen. Also, mein Schelm, wer Böses dabei denkt, die sind doch ein bisschen ähnlich, bis auf die Serrations. Ich hatte das hier schon mal als mit Serrations, aber es abgegeben. Hier hinten fehlt natürlich der Pommel, ja, alles kann man natürlich nicht mit nachmachen. Der Stahl, der sagt mir auch nichts. Hier hinten steht drauf gedruckt oder eingelesen CA3. Ich weiß nicht, ob das der Stahl sein soll, keine Ahnung. Mein, das hier war irgendwie 12, müsst ihr selber gucken. Auf den Stahl kommt es mir aber auch nicht so an. Aber das ist schon ein Ding. Von der Struktur her, von der Größe her gleich. Klar, hier die Serrations. Und jetzt guck mal, wie dick das ist. Ich mach das jetzt einfach mal richtig nach Maß. Nehmen wir zuerst mal das Bear Grylls. Das wiegt 231 Gramm. Das, sagen wir mal, ähnliche Messer wiegt 196. Da gehe ich mal von aus, dass der Pommel hinten das zusätzliche Gewicht ist. So, jetzt messe ich einfach mal hier so in der Mitte die Dicke der Klinge. Die ist, das sind bei 2,8 mm. Bei dem hier sind wir dann bei 2,75. Übrigens, die gab es in Norma zu kaufen und die habe ich von einem Norma-Mitarbeiter geschenkt bekommen, weil der neben dem Rewe-Markt ist. So, Klingenlänge beim Original, also ist immer ein bisschen weniger, aber nicht. Also Klingenlänge liegen wir hier bei 11,5 beim Bear Grylls. Beim Bear Grylls nachgemachten bei 11,2. Länge über alles liegen wir bei 25,2. Bei dem hier liegen wir bei 24,8. Und hier, das ist Plastik. Das hier, damit man das so sehen kann, das und das hier ist Plastik, das hier ist Gummi und das fühlt sich richtig gut an. Und das Messer liegt sehr gut in der Hand. Ne? Also, bin schon erstaunt. Ne? Das sollte wohl einen Zehner gekostet haben. Und da komme ich gleich noch zu einer anderen Sache. So, das war schon mal das Ultimate und sein, sagen wir mal, günstiger kleiner Bruder. Dann haben wir hier das Scout, Bear Grylls Scout Messer mit dem nicht so ganz erlaubten Daumenpin. Pin sind Backlog Folder. Das hier ist auch ein Backlog Folder. Ohne Daumenpin, also erlaubt. So, jetzt gucken wir nochmal dahin und sehen, dass die sich doch recht ähnlich sind. Die haben auch beide Serrations. Hier steht CA2, bei dem ist das auch dieser 12 oder 12 CMOV, keine Ahnung, 75 oder so, irgendwie sowas in der Art. Also mir fällt bei den Messern auf, die sind sehr ähnlich, auch dieses hier. Ich muss dazu sagen, dass hier, da sieht man schon, dass das Bear Grylls Scout etwas dicker ist. So. Gewicht liegen wir bei 123 Gramm.
bei dem Nachgemachten. Hä? Moment, nee. Das Scout wiegt 123 Gramm. Ich weiß auch warum. Und das Nachgemachte 191, was nicht schlecht ist. Hier drin, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, hier sind keine... hier ist kein richtiger, oder hier ist gar kein Liner drin. Hier schon. Da hat man nicht am Metall gespart. Jetzt kommt's, das hier ist ja aus Plastik, hier hinten. Klar, das hier auch. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass hier hinten Metall rausguckt. Das könnte durchaus zum Aufbrechen von der Windschutzscheibe sein. Wenn das keine Serrations hätte und wenn das hier keine Serrations hätte, das wäre richtig geile Messer. So, messen wir mal die Klingendicke. Liegen wir bei dem Scout bei 194 mm, 1,94 mm, bei dem nachgemachten bei 0,8 mm. Das ist trotzdem ein wirklich sehr gutes oder sehr stabiles Messer. Liegt auch wieder sehr gut in der Hand. Ist ja auch aus Plastik. Wie gesagt, ist ein Backlog-Folder und der ist 42A-konform. Schließt sehr leise. Muss man aber aufpassen, oder? Nee. Der hat einen Anschlag. Also kann man den flippen lassen. Das hier muss man sowieso zu Hause lassen, es sei denn, man schraubt den Pin ab. Also bei denen ist es mir eh egal, bei den zwei Originalen. Die habe ich damals bekommen. Als Produkttester und habe nur den Dings bezahlt, die Porto und Verpackung. Wobei das Backgrills Ultimate, ich hatte das auch schon mal getestet und hatte das gezeigt in einem Review. Oh, und ich sehe, ich bin ganz schön nachlässig geworden. Das ist ganz schön dreckig, die Klinge. Das schlug sich nicht schlecht. Ne? Also, ich sag mal so, als Survival-Messer, weiß ich nicht. Wer hat denn immer ein Survival-Messer dabei? Sind wir in Amerika? Also wenn ich ein Messer dabei hätte, immer, dann wäre das wohl, glaube ich, ein Klappmesser. Ob man was nicht aufträgt, was man immer in der Tasche hat. Und jetzt denke ich da mal gerade an das hier. Ne? Also, gut, gehen wir weiter. Klingendicke hatten wir gemessen. Jetzt messen wir mal die Länge. Das Original liegt bei 9,2. Das hier liegt bei 9. Und wie man sehen kann, haben die so in etwa von der Klinge her, wenn man hier sieht, das ist wohl, wie nennt sich das nochmal, dieser Anschliff, das ist wohl ein Sabergrind, oder? Ihr könnt mich auch korrigieren, falls ich mich vertue. Und das hier beide auch. Und ich sag mal so, für geschenkt finde ich die nachgemachten gar nicht verkehrt. Die haben wohl beide mal 10 Euro gekostet, jeweils. Und die hier, wenn mich nicht alles täuscht, da kam so um die 75 damals. Und das hier so um die 50. Wollen wir ganz ehrlich sagen, das würde ich schon mal nicht mitnehmen. Ich habe auch damals hier oben ein bisschen Filework betrieben, um einen Zündstall abzuziehen. Ich gucke mal, ob ich gerade einen Griff bereit habe. Hätte ich vielleicht mal vorher dran denken müssen. Statt hier wieder rumzusuchen, dass ihr warten müsst. Unmöglich, der Bremen, unmöglich. Aber ich komme gleich auf noch eine ganz andere Sache. Mal gucken, ob ich es noch habe oder ob ich es verschenkt habe. Da ist es doch. Achtung, Achtung. Jetzt weiß ich noch, woran mich das erinnert hatte. Seht euch das mal an. Auch benutzt. Ich habe es nicht sauber gemacht. Ich glaube das ja bald nicht. Hatte ich das nicht mal? Oder CA1, ich denke mal, das sind die Modelle. CA1, CA2.
und CA3. Also Leute, wer mir darüber was erzählen kann, bitte postet was dazu. So, ich will gerade einen Schluck Kaffee trinken. Es hat sich damals übrigens in einem Test herausgestellt, dass es sehr stabil ist. Hier ist auch nochmal sowas wie, ja, kein Brecheisen, aber hier so ein Hebelwerkzeug. Das habe ich auch angeschliffen. Und das war nicht schlecht. Also, wie ich sagte, ich habe hier dieser Original, das Originalmesser. Kann man ja mit abziehen. Das habe ich leider noch nicht probiert. Wieso denn nicht? Ja, geht auch. Bei dem hier habe ich Filework betrieben, was dann ging. Bei dem hier wird es wahrscheinlich auch von alleine gehen. Jawohl. Ja. Ich weiß nicht, was das hier gekostet hat, aber vielleicht hat sich das ja jemand von euch geholt. Also wenn sich das einer von euch geholt hat. Hier die drei, die gab es wohl im Norma. Also muss auch noch nicht so lange her sein. Gerade die Schieblehre ausmachen, das Batterie betrieben. Wenn ihr was dazu sagen könnt, sagt mir es bitte. Das würde mich brennend interessieren, wo die Messer herkommen, wer die produziert hat. Also für so 10 Euro Messer sind die gar nicht verkehrt. Ja, also guckt euch an, wie dick das hier ist. Aber ich habe es euch auch erzählt, das wären richtig geile Messer, beides. Richtig geile Messer, wenn die scheiß Serrations nicht wären. Da könnte ich jedes Mal rückwärts aus der Hose springen. Also ehrlich, liebe Messerbauer, wenn ihr mich hört und meinen Wehklagen hört, lasst die Scheiße mit den Serrations sein. Ihr versaut so schöne Messer. Ja, also... Das war jetzt nur so ein kleines Video zu einem Thema Ähnlichkeit unter Messern, aber anscheinend wer Böses dabei denkt, dass das dem Ultimate Survival von Bear Grylls nicht ähneln soll. Ja, also es könnte durchaus sein, dass da die Bear Grylls Messer parken standen und ganz ehrlich, die würde ich den Bear Grylls Messern vorziehen, aber 100 Pro. Und ein Pommel, wer braucht denn sowas? Welche Nuss zertrümmern will, nehme ich mir einen Stein. Und ich denke mal, mit dem Messer komme ich auch durch eine Scheibe durch. Das geht ganz easy. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare werden gern gesehen. Wisst ihr? Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, meine Videos zu gucken. Zu bewerten. Zu kommentieren. Und bitte, bitte, wenn ihr was über die Messer wisst, sagt's mir. Das würde mich echt brennend interessieren. So, ich nehme jetzt einen Schluck koffeinfreien Kaffee aus meiner Tasse. Und jetzt haben wir... Oh, die Uhr ist stehen geblieben. Was haben wir denn? Montag. 8:35. Und ich bin seit 1.30 Uhr heute Nacht wach. Habe heute noch keine Minute geschlafen. Also, koffeinfreien Kaffee und dann geht's ab in die Kiste. Bis die Tage. Lasst von euch hören. Würde mich freuen. Tschüss.